Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessischen Ministers der Finanzen betreffend Engagieren, Sparen, Investieren. Ersten Kommunen gelingt bereits jetzt der Einstieg in den Ausstieg aus dem Schutzschirmprogramm des Landes. Die vereinbarte Redezeit der Fraktion ist 20 Minuten, die Orientierungszeit damit für die Landesregierung vorgegeben. Das Wort hat Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Bitte schön. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ergebnisse der Schutzschirmkommunen drehen ins Plus. Die Konsolidierungsziele sind übererfüllt. Man muss einfach anerkennen, die Schutzschirmbilanz ist eine Erfolgsbilanz in erster Linie der Kommunen, aber auch des Landes, meine sehr verehrten Damen und Herren. In einer in dieser Form bundesweit einmaligen Art und Weise hat das Land besonders den Kommunen, die in besonderer Weise von Verschuldung betroffenen Kommunen, die Hand gereicht, ihnen einen Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt aufgezeigt und dabei eine weitreichende Entschuldung angeboten. Diejenigen 100 Kommunen, die die helfende Hand des Landes angenommen haben, zeigen jetzt in beeindruckender Weise, wie nachhaltige und generationengerechte Finanzpolitik funktioniert. Dafür gebührt den verantwortlichen Entscheidungsträgern, den Kommunalen, vor allem aber auch dort den ehrenamtlichen Politikern der allergrößte Respekt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Glückwunsch geht zunächst einmal an die 8 Kommunen, die die Voraussetzungen für ein Verlassen des Schutzschirms bereits erfüllt haben, in der kürzestmöglichen Zeit. Es ist der Einstieg in den Ausstieg aus dem Schutzschirm, und das zum, ich wiederhole es, frühestmöglichen Zeitpunkt. Aber auch die Gesamtbilanz des Jahres 2015 fällt ausgesprochen beeindruckend aus. Der Defizitabbau konnte um 300 Millionen € übertroffen werden. In Summe konnten die Schutzschirmkommunen erstmals sogar einen Überschuss verbuchen, ein Plus von 20 Millionen €. Die gemeinsamen Anstrengungen von Land und Kommunen zahlen sich also aus. Das sind die 2,8 Milliarden € an Entschuldung und rund 400 Millionen € an Zinsdiensthilfen des Schutzschirms gut angelegtes Geld, wenn die Kommunen dadurch der Weg zurück zu einer soliden, langfristig tragfähigen Finanzen gelingt. Ich kann das nicht oft genug wiederholen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch um dem ein oder anderen Kritikaster den Wind aus den Segeln zu nehmen, wie der Schutzschirm funktioniert. Es ist eben kein zwangsweise verordnetes Dogma, wie manche andere Bundesländer das praktiziert haben, sondern Hand in Hand mit den jeweiligen Kommunen vereinbart und mit konkreten Maßnahmen unterlegt, die nicht das Land diktiert haben, sondern die Kommunen selbst in partnerschaftlicher Weise mit uns gemeinschaftlich entwickelt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne den Schutzschirm, und ich komme auf die Besserung der Gesamtlage der Kommunen noch zurück, ohne den Schutzschirm wären eine ganze Reihe hessischer Kommunen, nämlich die 104, an die wir uns dort gewandt haben, in ihrer Falle der Vergeblichkeit, wie wir das genannt haben, verharrt geblieben. Sie waren nämlich so von hohen Allschulden betroffen, dass selbst kleine Konsolidierungsmaßnahmen am Ende, wenn die örtliche finanzierende, den Kassenkredit finanzierende Bank am Zinssatz nur Minimales wieder schraubt, die Konsolidierung wieder zunichte gemacht hätte. Das alles hätte am Ende dazu geführt, dass vor Ort die Beteiligten gesagt hätten, Leute, lasst doch, wir haben eh keine Chance. Und an diese Kommunen haben wir uns gewandt. Mit diesen Kommunen haben wir Verabredungen getroffen, ihnen gesagt, wir nehmen euch fast die Hälfte eurer Verschuldung weg. Und dann lasst uns jetzt gemeinsam darüber reden, wie wir dort vernünftige Entscheidungen treffen, die zum Teil wehgetan haben, die schwierig waren, aber die am Ende die Voraussetzung dafür waren, dass der Schutzschirm der Erfolg geworden ist, der er letztlich geworden ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme gehört natürlich auch, dass der Rückenwind, den die Schutzschirmkommunen erfahren haben, natürlich auch sehr begünstigt worden ist durch die Rekordsteuereinnahmen, die wir in unseren öffentlichen Körperschaften im Moment glücklicherweise zu verzeichnen haben. Wir haben in der letzten Woche die Daten der Steuerschätzung für den Landeshaushalt präsentiert. Und ich kann Ihnen heute die Zahlen unserer Berechnung für die Kommunen noch einmal ergänzend vortragen. Für das laufende Jahr können die hessischen Landkreise, Städte und Gemeinden nach Abzug der Gewerbesteuerumlage mit über 8,3 Milliarden € an ihren verbleibenden Steuereinnahmen rechnen. Das sind 150 Millionen € mehr als nach der letzten Prognose.
Für das kommende Jahr wird die vorletzte Prognose um 200 Millionen € übertroffen. Und wenn Sie sich den Gesamtbetrachtungszeitraum anschauen, wird die Steuereinnahmekraft der hessischen Kommunen im Jahr 2020 die 10-Milliarden-Grenze durchbrechen. Das wird auch gestützt, das, was dort an Prognosen mit all den immer innewohnenden Risikofaktoren durch die tatsächliche Entwicklung. Wir haben in diesen Tagen erstmalig gesehen, die Gewerbesteuereinnahmen für das erste Quartal dieses Jahres. 1,2 Milliarden € Gewerbesteuereinnahmen, das sind im Verhältnis zum Vorjahresquartal 11% mehr. Das ist der höchste jemals in den kommunalen Kassen eingegangene Betrag an Gewerbesteuer. Das zeigt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie dynamisch die hessische Wirtschaft wächst, die hessischen Kommunen aber auch in besonderer Weise davon profitieren. Deshalb bei allem Risikogehalt, auch von Prognosen für die Zukunft, die hessischen Kommunen können auf eine sehr viel bessere Steuereinnahmenentwicklung hoffen und erwarten, als das die Kommunen in anderen Bundesländern können. Ich glaube, da können wir gemeinschaftlich stolz darauf sein. Und das ist auch gleichzeitig aber auch eine Verantwortung für uns alle, alles zu unterlassen, was die wirtschaftliche Prosperität unseres Landes beschädigen könnte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei allen guten Neuigkeiten auf der Einnahmeseite und den Entlastungen auf der Ausgabenseite sollten wir nicht vergessen, was die Schutzschirmkommunen aus eigener Kraft geleistet haben. Natürlich sind die 500 Millionen € bei der Grundsicherung im Alter, die der Bund übernommen hat, ein erheblicher zusätzlicher Beitrag. Aber die Geschwindigkeit, mit der auch kommunale eigene Entscheidungen dort die Ziele erreicht haben, ist beeindruckend. Man darf nicht vergessen, dass im Herbst 2012 mit Frielendorf die erste Gemeinde unter den Schutzschirm kam. Zu Beginn des Jahres 2013 die weiteren 99 Kommunen hinzu. Das ist gerade einmal erst 3 Jahre her, meine Damen und Herren. Und wir sehen jetzt, dass die ersten Kommunen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können und damit die Voraussetzungen für die Entlassung aus dem Schutzschirm näher getreten sind. 2015 waren es 50% der Schutzschirmkommunen, die bereits einen ausgeglichenen Haushalt haben können. Nach allem, was wir sehen, wird es in 2016 die Zahl auf 2/3 der Schutzschirmkommunen steigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Über 90% der Kommunen liegen im Soll, zum großen Teil sehr, sehr deutlich darüber. Lediglich bei 6 Kommunen sind wir in engem Dialog, um auch Sie wieder in Richtung des Konsolidierungspfades zurückzubewegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses enorme Überschreiten des Solls und der Verträge gebührt größter Respekt auf der kommunalen Seite. Hut ab, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich das noch einmal hinzufügen. Das ist in erster Linie ein Erfolg für die kommunalen Verantwortlichen. Vor allem für die vielen, oft ehrenamtlichen Mandatsträger. Sie waren es nämlich, die in öffentlichen Sitzungen die Maßnahmen zur Konsolidierung beschließen und vertreten mussten. Sie waren es, die den örtlichen Gewerbetreibenden sagen mussten, dass sie künftig möglicherweise höhere Steuern zu zahlen haben. Sie waren es, die vor den Bürgerinnen und Bürgern zu vertreten haben, dass sich die Mieten und die Kosten für das Eigenheim durch entsprechende Entscheidungen bei der Grundsteuer möglicherweise verändern. Das löst nirgendwo Begeisterung aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es ist auch Kern einer ehrlichen, generationengerechten Politik. Es macht nämlich den Menschen klar, dass die Leistungen einer Kommune Geld kosten. Und wenn der einfache Ausweg früherer Jahrzehnte, immer neue Schulden aufzunehmen, verbaut ist, dann müssen sich alle Beteiligten die Frage stellen, sind unsere kommunalen Leistungen preiswert? Und vor allem, sind sie ihren Preis wert, den sie am Ende kosten? Diese Debatte wurde erfolgreich geführt und mit einem enormen Verdienst, dass nämlich die Kommunen aus der Konsolidierung zurückgekommen sind, meine Damen und Herren. Die guten und die vor allem schnellen Erfolge der Schutzschirmkommunen zeigen aber auch, dass wir an dieser Stelle keine Wunderdinge erwarten dürfen, sondern auch kurzfristig realisierbare Maßnahmen zu einem gewünschten Ergebnis führen können. Für diese These kann ich Ihnen noch ein weiteres Beispiel nennen. Wir haben ja auch aufgrund der positiven Erfahrungen und Rückmeldungen bei den Schutzschirmkommunen im Innenministerium eine Beratungsstelle für diejenigen Kommunen eingerichtet, die nicht unter den Schutzschirm des Landes gekommen sind. Ich bin dem Kollegen Peter Beuth an dieser Stelle sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit unserer beiden Herr Häuser und der Präsident des Landesrechnungshofes, der mitbeteiligt ist in diesem Triumvirat, sitzt da oben. Herzlichen Dank für die klasse Zusammenarbeit, sehr im Interesse der Kommunen. Und, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wie das Leben so spielt, man sieht sich immer zweimal im Leben, gibt es den alten Spruch. So hat eine der Kommunen, die zwar unter den Schutzschirm hätte kommen können, dies aber aus freien Stücken abgelehnt hat,
sich eben nun an diese Beratungsstelle gewandt. Auf Ergebnis dieser Beratung sind nun sehr intensive kommunale Entscheidungen die Folge gewesen, die am Ende zu gleichen Ergebnissen geführt hat. Aber wenn man den Schutzschirm in Anspruch genommen hätte, wäre es eben zu den gleichen Ergebnissen mit deutlich weniger Schulden gekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sehen mittlerweile auch die Vertreter dieser Kommune. Und ich weiß auch viele Vertreter der drei anderen Kommunen so, die den Schutzschirm nicht in Anspruch genommen haben, meine Damen und Herren. Es ist zwar bedauerlich, dass einige Kommunen den Schutzschirm nicht in Anspruch genommen haben, und wir hätten auch sozusagen das Geld dann einsparen können. Aber wir haben gemeinschaftlich entschieden, dass dieses Geld, das wir zugunsten der hessischen Kommunen verplant hatten, nunmehr zur Verfügung zu stellen, denjenigen Kommunen, die sich freiwillig auf den Weg zu einem Zusammenschluss begeben. Und zusammen mit unserer Kommunalwahl, vielleicht wegen der Kommunalwahl auch nicht ganz recht so beachtet, wie ich glaube, dass die Entscheidung es verdient hätte, dass sie beachtet wird, haben sich vier südhessische Kommunen im Kreis Odenwald, Beerfelden, Rotenberg, Hesseneck und Senzbachtal zum Zusammenschluss entschieden, mit sehr, sehr großen Mehrheiten vor Ort. Und wir als Land unterstützen aus den Restmitteln aus dem Schutzschirm diesen Weg mit 4 Millionen € als Entschuldungshilfe. Wichtig dabei, meine Damen und Herren. Wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, und viele können sich ja noch an die schwierigen Debatten der 70er Jahre rund um die Gemeindegebietsreform erinnern. Wir setzen auf Freiwilligkeit. Wenn sich die Kommunen freiwillig zu einer Fusion entscheiden, dann unterstützen wir sie dabei nach Kräften. Wir wollen eben nicht von oben verordnete Fusionen, sondern wir wollen, dass die demokratische Entscheidung von unten kommt an dieser Stelle. Und ich glaube, wir sind an dieser Stelle auf einem guten Weg. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, das große Vergnügen, ja in der vorletzten Woche vor allem die acht Kommunen zu besuchen, die es jetzt geschafft haben, in der kürzestmöglichen Zeit aus dem Schutzschirm herauszukommen. Und klar geworden ist, jede dieser Gemeinden hat andere Entscheidungen getroffen. Die große Pauschalentscheidung, so nach dem Motto, das ist die Entscheidung, die allen Kommunen gleichermaßen hilft, kann es nicht geben. Aber sie haben jeweils individuelle, an die Bedürfnisse vor Ort angepasste Entscheidungen getroffen. Und vor allem eines ist mir deutlich geworden. Die meisten dieser Entscheidungen sind vor Ort in einem hochkarätig neuen Struktur des Miteinander und des Engagements sowohl der politisch Verantwortlichen getroffen worden. Da haben sich plötzlich Konstellationen zusammengefunden, ja, zusammenfinden müssen, die sie eigentlich früher im parlamentarischen, kommunalen parlamentarischen Alltag nicht so gerne fröhlich begegnet sind. Die sind auch zum Teil mit relativ sozusagen überschaubarem Enthusiasmus in die Gespräche gegangen, haben aber alle gemeinsam gewusst, das ist eine einmalige Chance, die Hälfte der Schulden loszuwerden und am Ende eine Perspektive für die Kommunalpolitik für die Zukunft zu erwerben. Und das war, glaube ich, eine richtige Entscheidung und hat die politische Kultur vor Ort verändert. Was mir aber noch wichtiger ist, Sie finden gerade in den kleineren Kommunen, dort wie, nehmen Sie als ein Beispiel den Ortsteil Himmelsberg der Stadt Kirchhain in meinem Heimatkreis. Dort gab es ein Gemeinschaftshaus, das saniert werden musste, wo weder das Geld richtig für die Sanierung vorhanden war, noch für den weiteren Unterhalt. Und dann hat sich eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort gebildet, die gesagt haben, ja, wir gründen einen Verein, wir bieten dir Stadt ein, den Betrieb dieses Bürgerhauses zu übernehmen. Wenn du die Sanierung übernimmst, hast du mit den Folgekosten nichts mehr zu tun. Das hat funktioniert und hat auch dazu geführt, dass der Auslastungsgrad dieses Dorfgemeinschaftshauses um ein Vielfaches höher ist als in vergleichbaren anderen, weil die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Verein Menschen begeistert haben, sich für das Gemeinwesen zu engagieren, die vorher sich mit so etwas noch nie beschäftigt haben. Und wer ein Dorfgemeinschaftshaus eben nicht nur als öffentliche Einrichtung, sondern als etwas begreift, was einem selbst mitgehört, kümmert sich ganz anders darum, dass dort auch Menschen hingehen, es nutzen und feiern. Und deshalb hat sich das am Ende die unter dem Druck des Schutzschirms entstandene Entscheidung als ein positives Signal für den Gemeinschaftssinn im Ort entwickelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist gelebte, nachhaltige Verantwortung, meine Damen und Herren, auf die wir gemeinsam stolz sein können. Vielfach ist auch die interkommunale Zusammenarbeit sehr viel schneller und besser vorangekommen als unter anderen Bedingungen. Im Fall der Stadt Hatzfeld beispielsweise ist es sogar gelungen, mit der Nachbarkommune in Nordrhein-Westfalen zu einer Vereinbarung zu kommen.
Wer die Verhältnisse zwischen dem hessischen Hinterland und dem benachbarten Wittgensteiner Land traditionell kennt, weiß, welche Überwindungshürden da möglicherweise zu bewältigen gewesen sind. Es hat aber geklappt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nun macht man die Trinkwasserversorgung gemeinsam. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sehen im Übrigen meine Kabinettskollegen und ich im Moment immer dann, wenn wir die positiven Prüfungsergebnisse der Anträge zum Kommunalen Investitionsprogramm den betroffenen Verantwortungsträgern vor Ort übergeben. Wir haben mittlerweile mehr als 250 Anträge beschieden, auch aus den Schutzschirmkommunen. Vier hessische Kommunen haben sogar ihr Kontingent vollständig belegt und ausgeschöpft. Ich muss zugeben, das gehört sicherlich zu den angenehmeren Tätigkeiten eines Mitglieds der Landesregierung, sich dort vor Ort ein Bild davon zu ermöglichen, was mit den Mitteln passiert. Aber, meine Damen und Herren, das gehört aber auch zur Aufgabe einer Regierung, das Gespräch vor Ort weiterhin zu suchen. Und deshalb werden wir, da haben wir das in der Vergangenheit getan. Wir werden es aber auch in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin tun. Insofern war die Befürchtung des Kollegen Hahn im Vorfeld der Kommunalwahl, dass sich möglicherweise die Terminwahrnehmungen für so etwas nach der Kommunalwahl nicht fortsetzen würden, eher unbegründet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die für das kommunale Investitionsprogramm, das sind im Übrigen die gleichen, die für den Schutzschirm Verantwortung tragen und ganz nebenbei das Konzept für den neuen kommunalen Finanzausgleich erarbeitet hat, sehr herzlich danken. Sie stehen dafür, das, was wir versuchen, auf der politischen Ebene auch im täglichen Doing zu ermöglichen, nämlich einen Dialog mit den betroffenen Kommunen auf Augenhöhe. Als wir jetzt gemerkt haben, dass das mit dem Investitionsprogramm trotz aller Möglichkeiten, sich im Internet und sonst wo zu informieren, noch Fragen offen sind, haben wir vier große Regionalkonferenzen im Lande durchgeführt. Und mittlerweile funktioniert das mit dem Antragstellen noch ein bisschen besser als vorher, meine Damen und Herren. Das ist gelebter Dialog auf Augenhöhe. Das Land Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist und bleibt der Partner seiner Kommunen. Unser Dreiklang aus dem funktionierenden Schutzschirm, dem neuen kommunalen Finanzausgleich und dem kommunalen Investitionsprogramm ist Ausdruck der Verantwortung, die wir tragen für unser Gemeinwesen in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der kommunale Schutzschirm ist ein Baustein dazu. Er ermöglicht die Wiedererlangung finanzieller Spielräume, um auch in Zukunft vor Ort noch zu investieren und gestalten zu können. Auf dieses einzigartige Programm und die sichtbaren Erfolge können alle Beteiligten stolz sein. Ich bin es auf jeden Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und die restlichen drei Minuten meiner Redezeit gehe ich gerne zu Protokoll. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, bevor wir in die Aussprache eintreten, rufe ich noch den Top 65 auf, den wir mit hier beraten, unserer Tagesordnung in dieser allgemeinen Debatte zur Regierungserklärung. Jetzt hat zunächst das Wort für die SPD-Fraktion der Kollege Norbert Schmidt. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst Herrn Minister Dr. Schäfer ausdrücklich danken, dass er die Form einer Regierungserklärung gewählt hat, um die Schutzschirmbilanz vorzulegen. Das gibt uns Gelegenheit, der Regierung einiges zu erklären, meine Damen und Herren. Nämlich, erstens möchte ich der Landesregierung erklären, dass der Schutzschirm die Probleme der hessischen Kommunen nicht löst. Zweitens will ich der Landesregierung erklären, dass der Schutzschirm in Umfang und Wirkung weiterhin ein löchriger Knirps bleibt. Und drittens will ich der Regierung erklären, dass eine nachhaltige Lösung der Finanzprobleme der Kommunen in Hessen nur eine angemessene und bessere Finanzierung durch das Land überhaupt ermöglicht. Viertens will ich erläutern, dass es endlich notwendig ist, eine offene Auseinandersetzung mit den Fakten zu führen, anstelle offenkundige Bilanzfälschung vorzulegen. Und fünftens, meine Damen und Herren, ich komme dazu, ich werde es erläutern,
Ich werde es erläutern. Ich bin ja sozusagen jetzt dabei, es zu erklären. Fünftens will ich deutlich machen, dass die Verbesserungen bei den Schutzschirmkommunen, die es tatsächlich gibt, von den Bürgerinnen und Bürgern der betroffenen Kommunen teuer erkauft werden. Die Kommunalsteuern und Gebühren sind in Hessen bei den hessischen Kommunen vom Jahr 2012 auf 2015 um 750 Millionen € gestiegen. Um 750 Millionen € innerhalb von 3 Jahren Gebühren und Kommunalsteuern. Und die Investitionen, meine Damen und Herren, wurden weiter abgesenkt. Und zudem hat es erhebliche Leistungseinschränkungen für Bürgerinnen und Bürger auf der kommunalen Ebene gegeben. Meine Damen und Herren, und sechstens will ich der Landesregierung erklären, wie die Fakten sind. Die Fakten sind, dass Hessens Kommunen 2015 weiterhin ein Defizit, 145 Millionen € erwirtschaftet haben. Das Defizit, meine Damen und Herren, vom Jahr 2014 auf 2015 ist sogar angestiegen. Das Defizit ist sogar angestiegen, meine Damen und Herren. Der Minister hatte doch noch vor einiger Zeit prognostiziert, dass wir eine schwarze Null haben, mindestens eine schwarze Null, wenn wir sogar Überschüsse haben müssten. Und, meine Damen und Herren, ein weiterer Fakt. Hessens Kommunen haben 2015 die niedrigste Investitionsquote seit mehr als 20 Jahren gehabt. Die niedrigsten Investitionen in Summe, in Ausdruck auch im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt von Hessen, allemal seit 20 Jahren, meine Damen und Herren. Herr Minister, ich frage Sie, sind diese Zahlen richtig? Ist es so, dass das Defizit von 2014 auf 2015 wieder gestiegen ist? Und ich frage Sie, ob die Investitionsquote die niedrigste in den letzten 20 Jahren sind. Sie müssten sich dazu einmal erklären. Ich weiß jetzt nicht, wie man im Rahmen einer solchen Debatte das machen kann, vielleicht mit einer Zwischenfrage von Ihnen oder mit einer Kurzintervention. Ich will nur einmal endlich die Faktenlage geklärt haben, ob das, was ich hier vortrage, richtig ist oder nicht, meine Damen und Herren. Meine Quellen sind das Statistische Landesamt, das Statistische Bundesamt. Es gibt übrigens eine schöne Seite. Ich rate allen, die über Kommunalfinanzen oder überhaupt über Finanzen reden, sich anzuschauen, nämlich haushaltssteuerung.de wird betrieben, ehrenamtlich von einem Mitarbeiter des Hessischen Rechnungshofs und einer weiteren Person. Hochinteressant. Auch da kann man diese Zahlen nachlesen. Meine Damen und Herren, was ist unsere Hauptkritik, auch in dieser Bilanz heute? Die Hauptkritik ist, dass der Finanzminister leider einmal mehr die Schattenseite der Schutzschirmentwicklung nicht beleuchtet hat. Die Kommunen werden nämlich durch die Landesregierung gezwungen, den Bürgerinnen und Bürgern erheblich in die Tasche zu greifen. Und gleichzeitig, das stimmt nicht. Herr Dr. Arnold, aber Herr Dr. Arnold, also wir haben, ich habe die Summen eben genannt. Und ich komme dazu noch einmal. Der Minister hätte ja die Gelegenheit, er hat die Zahlen, er könnte detailliert berichten, was denn sozusagen bei den 100 Schutzschirmgemeinden tatsächlich passiert ist, welche Leistungseinschränkungen gegeben hat, wie übrigens auch sozusagen an der Gebührenschraube exakt gedreht worden ist, welche Steuern erhöht worden ist, wie die Investitionen abgesenkt worden. Der Herr Minister hat die Zahlen, das Finanzministerium hat die Zahlen, aber veröffentlicht werden leider nur die Zahlen, die der Minister so. Herr Kollege Schmidt, die Frau Kollegin Erfurth, vielleicht ist das die Zwischenfrage, auf die Sie warten. Das könnte ja sein, ne? Frau Kollegin Erfurth, Sie haben das Wort. Bitte. Ja, der Finanzminister sitzt hier. Dann hätte sich der Kollege Schmidt schon selbst eine Zwischenfrage stellen müssen. Die hätte ich dann zugelassen. Also, die Frau Kollegin Erfurth, jetzt kommen wir her. Wo sitzt sie da in der Mitte? Ja. Vielen Dank. Herr Kollege Schmidt, ich frage Sie, ich möchte Sie fragen, ob nicht die Gebühren sowieso schon ohnehin nach der Abgabenordnung kostendeckend erhoben werden sollten, mit Ausnahme der Kindergartengebühren. Herr Kollege Schmidt, bitte sehr. Frau Erfurth, mit Ihnen streite ich ja im Gegensatz zu einer anderen Kollegin von Ihnen wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Und die Antwort darauf ist, ja, es gibt Gebühren.
wo es Vorschriften gibt, also die Frage z.B. Friedhofsgebühren, über die Frage Wassergebühren usw. will ich gar nicht reden, sondern ich komme nachher noch einmal detailliert dazu. Was nämlich der Minister nicht getan hat, nämlich einmal zu offenbaren, wo an welchen Schrauben gedreht worden ist, hat der DGB ja in einer Umfrage gemacht. Er hat 100 Kommunen befragt, und 64 haben geantwortet. Da komme ich zu der Frage Gebühren. Da haben die Kommunen geantwortet, immerhin verhältnismäßig viele, dass es z. B. Paargebühren, also wo es keine gesetzliche Verpflichtung gibt, ich glaube, da sind wir uns einig, z.B. Paargebühren erhöht haben. Und, meine Damen und Herren, fast die Hälfte der Kommunen hat die Kita-Gebühren erhöht. Fast die Hälfte von den 64, die geantwortet haben, haben, ach du lieber Gott, also jetzt die Frage war auch auf Gebühren, auf Gebühren. Wenn es Ihnen wirklich um Wortgefechte und Wortsätzen und Definitionen geht, meine Damen und Herren, dann zeigt das wirklich, wo Sie gelandet sind. Ich rede hier über die Fakten, meine Damen und Herren. Und deswegen, man kann z.B. Ich rede über Fakten, da ruft der Generalsekretär der CDU, das ist eine Frechheit, meine Damen und Herren. Das ist Ihre Einstellung. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was ist ein anderer Zwischenruf, kann man ja von Ihnen. Herr Kollege Schmidt, der Kollege Pentz wollte mit Ihnen den Dialog fortsetzen. Kollege Pentz hätte gerne eine Frage gestellt. Gut. Was wissen Sie jetzt? Also lassen Sie es so. Ja, ja, Kollege Pentz, bitte. Ja, wenn es nur funktionieren wird. Also unabhängig von meinem Zwischenruf, Herr Kollege, Sie haben vorhin eingangs das Wort Bilanzfälschung in den Mund genommen. Sie wissen, dass das ein Straftatsbestandteil ist, was Sie da sagen. Und ja, anscheinend wissen Sie es ja nicht. Aus meiner ehemaligen Tätigkeit als finanzpolitischer Sprecher kann ich es noch beurteilen. Meine Frage an Sie ist, erklären Sie mir detailliert und ganz genau in diesem Hause, wo und an welcher Stelle Sie eine Bilanzfälschung und damit eine Unterstellung dem Finanzminister und der Regierung gegenüber sehen, unabhängig davon, dass ich es tatsächlich eine Frechheit finde. So, einen Moment, Herr Kollege Schmidt. Wir hatten uns hier mal gar nicht. Der Begriff Bilanzfälschung war ein politischer Begriff. Das hatten wir ja schon einmal diskutiert. Ja, ich sage es ja nur. Mancher Kollege Rudolph können vielleicht nicht mehr so lange zurückdenken. Deshalb sage ich es ja hier noch einmal. Das haben wir hier schon einmal gesprochen miteinander, und jetzt darf der Kollege Schmidt antworten. Der Herr Präsident hat Ihre Frage beantwortet, Herr Pentz, meine Damen und Herren. Was soll ich dazu sagen? Ich war dabei zu zeigen, wo die Bilanz geschönt worden ist, nämlich an diesen Stellen, wo nicht dargelegt worden ist, was die Kommunen leisten mussten, damit es jetzt eine bessere Entwicklung gab. Also die Hälfte der Kommunen haben die Kita-Gebühren erhöht, 20 Kommunen haben beim Personal gekürzt oder haben sogar Kitas geschlossen, meine Damen und Herren. 35 Kommunen haben im Jugendbereich gekürzt, Angebote von Jugend- und Familienzentren. Andere haben sogar im Seniorenbereich gekürzt, z.B. Besuch bei den Besuchsdiensten für Senioren, meine Damen und Herren. 7 Kommunen haben bei den Haushaltshilfen und bei der Mittagsbetreuung gekürzt. 14 Kommunen haben bei Frei- und Hallenbädern bis hin zur Schließung gekürzt, meine Damen und Herren. 16 Kommunen haben trotz Staatsziel Sport in der Hessischen Verfassung Einschränkungen beim Sport vorgenommen. Und 14 haben bei Bibliotheken die Gebühren erhöht und 7 bei Volksschulen Gebühren erhöht oder Angebote gekürzt, meine Damen und Herren. Das gehört zu einer ehrlichen Bilanz hinzu, und das hat der Minister unterschlagen, meine Damen und Herren. Herr Kollege Schmidt, Herr Kollege Dr. Arnold, der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, hat eine weitere Zwischenfrage. Die Qualität der Frage von Dr. Pentz war so unterirdisch, dass ich jetzt wirklich auf keine mehr Lust habe, meine Damen und Herren. Also, Sie lassen die Zwischenfrage nicht zu. Herr Kollege Pentz, haben Sie jetzt promoviert. Das ist auch in Ordnung. Bitte sehr. Was gehört weiter zu dieser Bilanz, meine Damen und Herren? Was gehört weiter zu dieser Bilanz? Zu dieser Bilanz gehört Erhöhung der Grundsteuer bis zu einem Hebesatz von 900 %, meine Damen und Herren, sogar zum Teil über 900 %. Dazu gehören Gewerbesteuererhöhungen, auch Erhöhungen der Hundesteuer, die kann man aber vernachlässigen. Pferdesteuer wurde diskutiert,
Erhöhungen von Parkgebühren habe ich genannt, Friedhofsgebühren, Kitagebühren, Musikschulen und Bibliotheken, meine Damen und Herren. Deswegen sage ich Ihnen, der Schutzschirm ist auch als harter Schlagstock gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern genutzt worden. Und das gehört auch zu einer Bilanz unserer Tatsachen in dieser Debatte. Und angesichts der Schutzschirm, der Leistungen der Schutzschirmgemeinden, die Leistungsschränkungen vornehmen mussten, ich betone das mussten, die Investitionen kürzen mussten, die kommunale Steuern und Gebühren erhöhen mussten und natürlich Zusatzeinnahmen des Konjunkturverlaufs, die auch immer runtergespielt werden, sind die Landesmittel für den Schutzschirm machen sich eher bescheiden aus. Das sind zwar keine Peanuts, das gebe ich zu, aber mehr als das Salatblatt um die Wurst ist es auch nicht, meine Damen und Herren, um das mal auch deutlich zu sagen. Und deswegen Zwischenruf 1 Milliarde. Okay, Zwischenruf 1 Milliarde. 3 Milliarden. So. Und wie sieht die Wirkung aus? 2013, Schutzschirm 2012 aufgelegt, 2013 ist dann sozusagen das in Kraft gesetzt worden, 2014. Also müsste man dann glauben, dass die Schulden der hessischen Kommunen zurückgegangen sein müssten. Wissen Sie, wie die Entwicklung von 2012 auf 2014 war? Die Schulden sind um 2 Milliarden Euro bei den hessischen Kommunen gestiegen. Weiterhin. Sie haben mit den 3 Milliarden, mit den exakt 2,8 Milliarden Euro Entschuldungshilfe nicht einmal aufgefangen in den 3 Jahren, was es an erhöhten Defiziten gab durch die Politik von Ihnen, meine Damen und Herren. Das sind die Tatsachen. Das ist die Wahrheit. Ich warne weiterhin für die Zwischenrufe. Sie geben mir wirklich Gelegenheit, über die Fakten in dieser Situation mal zu reden. Deswegen bleibe ich dabei, der Schutzschirm ist angesichts der Probleme der Kommunen in Hessen ein löchriger Knirps, der nicht die Probleme des Landes und der Kommunen vor allem löst. Die hessischen Kommunen sind weiterhin auch im Bundesvergleich, ja, trotz Schutzschirm hat sich da nichts Wesentliches verbessert. Die hessischen Kommunen gehören zu den 4 Ländern, die weiterhin ein Defizit haben. Viele Länder haben mittlerweile einen dicken Überschuss. Baden-Württemberg, Bayern, übrigens auch Niedersachsen haben erhebliche Überschüsse zum Teil. Ich glaube, Niedersachsen 750 Millionen Euro mittlerweile. Also, das sind Entwicklungen, die sehr, sehr positiv sind, die auch aus dem Defizit herauskamen. Aber die haben anscheinend eine andere Landesregierung, die die Kommunen finanziell echt unterstützt haben und nicht mit Schein, sage ich mal, mit Scheinunterstützung und mit Schutzschirmen, die zwar wunderschön dargestellt und vertreten werden, aber an der faktischen Lage vieler Kommunen, an den strukturellen Problemen vieler Kommunen ja überhaupt nichts geändert haben, meine Damen und Herren. Das ist auch eine nüchterne Bilanz. Die Kassenkredite, das war ja sozusagen ein Anliegen der Landesregierung, auch durch den Schutzschirm, dass die Kassenkredite sich reduzieren. Die haben sich gar nicht reduziert. Hessen liegt mit 1.070 € pro Kopf bei den Kassenkrediten im Vergleich zu den anderen Bundesländern weiterhin auf dem viertschlechtesten, auf dem viertletzten Platz. Also die höchsten Kassenkrediten mit den höchsten Kassenkrediten in Deutschland. Trotz Schutzschirm, meine Damen und Herren. Das gehört auch zu einer Bilanz. Deswegen sage ich Ihnen, der Schutzschirm, bei aller Detailkritik, aber auch sozusagen bei allem Detaillob, was weiß ich jetzt, wie Sie es für Himmelsberg getan haben, das ist sicherlich ein gutes Projekt, was man dort gemacht hat mit dem Bürgerhaus. Das will ich doch überhaupt nicht bestreiten. Und über solche Dinge muss man nachdenken. Aber strukturell und in vielen hessischen Kommunen hat sich doch sozusagen die Lage überhaupt nicht verändert. Es ist ungeheuer schwer, und die Situation, dass die Investitionen, ich wiederhole es noch einmal, auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren waren. Rot-Grün, wir sind rausgegangen mit 1,45 Milliarden Euro kommunalen Investitionen, die wir gehabt haben im Land Hessen. Sie liegen mittlerweile unter 1,4 Milliarden Euro. Das muss doch jeden nervös machen. Das macht doch deutlich, wie stark die Kommunen mittlerweile von der Substanz leben. Und die Doppik zeigt es Ihnen doch. Es wird überhaupt mehr verbraucht in den Kommunen und mehr abgeschrieben, als investiert wird. Das ist eine Situation, wie es in der DDR vielleicht noch schlimmer, aber immer auch in der DDR gab, dass man von der Substanz gelebt hat. Und das ist doch eine Situation, mit der Sie sich auseinandersetzen müssen, meine Damen und Herren. Und dass die Entwicklung so ist, wie sie ist, das hat etwas mit der Regierungsübernahme der CDU zu tun. Ich will es noch einmal darstellen. Von 1991 bis 2000
gab es in Hessen bei der Frage Finanzierungshalten, war Hessen am drittbesten Platz. Hessen hatte nur ein ganz leichtes Defizit von 21 € pro Kopf. Nur zwei Länder lagen besser, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Bayern lag z. B. schlechter. Das war von 1991 bis 2000, also die rot-grünen Jahre. Und wissen Sie, wie dann die Situation 2001 bis 2011 ausgesehen hat? Hessen ist auf den drittschlechtesten Platz zurückgefallen. Sie haben mit die höchsten Defizite, über 100 € pro Bürger, meine Damen und Herren. Das ist doch Ihre Bilanz. Ihre Bilanz ist, dass Hessen vom drittbesten Platz auf den drittschlechtesten Platz zurückgefallen ist. Und das haben Sie zu verantworten, übrigens auch als Fraktionsvorsitzender der CDU, meine Damen und Herren. Deswegen sage ich Ihnen, es helfen keine Schutzschirmprogramme. Es hilft auch kein Konjunkturprogramm. Es hilft kein kommunales Investitionsprogramm KIP. All das hat die Lage nicht verändert, nicht wirklich, nicht strukturell verändert der hessischen Kommunen. Nein, meine Damen und Herren, sondern das Einzige, was hilft, ist keine Selbstbeweihräucherung, wie wir sie heute wieder erlebt haben, sondern endlich eine Politik, eine Landespolitik, die Interessen der Kommunen anerkennt und sie endlich wieder angemessen finanziert. Und darum werden wir weiter streiten, meine Damen und Herren. Und da helfen auch geschönte Bilanzen nichts des Finanzministers. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Schmidt, das Wort hat Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade eines gelernt. Was unter Fakten zu verstehen ist, wird hier unterschiedlich definiert. Ich wollte mit Fakten beginnen oder dem, was ich darunter verstehe oder man im Allgemeinen darunter versteht. Und als Grundlage habe ich mir einfach einmal die Ergebnisse der Konsolidierungsbemühungen und der Konsolidierungsziele der 100 hessischen Schutzschirmkommunen vorgenommen. Finanzminister Schäfer hat es schon gesagt, das sind Zahlen. Über 90 % dieser Kommunen haben die vereinbarten Ziele erreicht oder sogar darüber hinaus konsolidiert. Diese 100 Kommunen haben in 2015 schon insgesamt einen Überschuss von rund 20 Millionen € erwirtschaftet. Und sie haben damit, und das ist das Erstaunliche, 300 Millionen € mehr an Defizit abgebaut, als ursprünglich in den Schutzschirmverträgen vereinbart war. Daraus wiederum ist die Folge, dass 8 dieser Kommunen den Schutzschirm viel früher verlassen haben können, als sie es ursprünglich geplant hatten. Denn sie haben in 3 aufeinanderfolgenden Jahren, 2013, 2014 und 2015, einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Und damit erreicht der Schutzschirm seine eigentliche Funktion. Er macht sich selbst überflüssig, indem er den Kommunen hilft, ihre Haushalte auszugleichen. Wir wissen alle, dass diese Ergebnisse nicht einfach zu erzielen waren. Das ist ziemlich laut da hinten. Und wir wollen das auch nicht vergessen. Diese Erfolge sind das Verdienst der disziplinierten Haushaltspolitik in den Kommunen. Das sind die ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Politiker, das sind die hauptamtlichen Dezernenten. Es sind aber auch die Verwaltungen, die daran mitgearbeitet haben. In 2012 war ich noch in einer solchen Verwaltung tätig und sehe das deshalb aus dieser Perspektive ganz klar, und zwar in einer Schutzschirmkommune. Es war für uns klar, wir haben jetzt mit dem Land Hessen einen Vertrag geschlossen. Das Land Hessen nimmt uns einen Großteil der Altschulden ab. Wir haben dafür versprochen, bis 2020 ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Das hat dazu geführt, dass wir die ganzen Investitionstätigkeiten, die Haushaltsplanung in diesem Bereich noch einmal neu überdacht haben. Das hieß nämlich für uns auch, wir können es uns überhaupt nicht mehr erlauben, Kostenplanungen zu machen, die am Ende nicht stimmen.
Denn das war ja, muss man leider sagen, oft gang und gäbe, dass gerade bei Planung von Neubauten, von größeren Investitionen, die Planungen der Kosten weit unter dem lagen, was dann tatsächlich ausgegeben wurde. Und das hat wunderbar geklappt. In einer ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, den Fachleuten in der Verwaltung, Bauleuten, Planungsleuten, dem Dezernat und den ehrenamtlichen Politikern, übrigens in ausgezeichneter Zusammenarbeit mit der SPD dort. Und das war auch eine der positiven Auswirkungen dieser Schutzschirmvereinbarungen in den Kommunen. Nur weil diese ausgezeichnete Zusammenarbeit funktioniert hat, ehrenamtliche Politik, Hauptamtliche und Verwaltungen konnten die Konsolidierungsziele erreicht werden. Wir haben auch gehört, es sind noch Restmittel übrig. Und dass diese Restmittel jetzt verwendet werden, um Gemeindefusionen zu unterstützen, finde ich, ist eine gute Idee. Auf jeden Fall fließt das Geld wiederum in die Kommunen und unterstützt die Kommunen. Im Odenwald haben wir ja zum ersten Mal eine richtige, echte Fusion jetzt gehabt. Aber in anderen Gemeinden befinden sich die Kommunen auf einem ähnlichen Weg, aber Schritt für Schritt und langsam. Und auch das ist etwas, wo das Land Hessen die Kommunen unterstützt, nämlich interkommunale Zusammenarbeit. Wir haben kürzlich im Vogelsbergkreis den ersten echten Gemeindeverwaltungsverband gehabt. Der ist gegründet worden. Dafür hat das Land Hessen übrigens auch 600.000 € an Fördermitteln gewährt. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil ich war dort, habe mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern gesprochen und den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern. Und für die ist völlig klar, diese verstärkte Zusammenarbeit und damit auch effizientere Arbeit der Verwaltung behindert überhaupt nicht die Gemeinden in ihrer Identität oder darin, selbstständig zu bleiben, sondern das ist völlig klar, das sind und bleiben vier Gemeinden, die bewahren ihre Identität. Aber da, wo eben einfach zusammengearbeitet werden kann und wo nicht Doppelstrukturen oder Vierfachstrukturen nötig sind, da legen sie alles zusammen, haben in einer sehr einfachen Vereinbarung die Kosten geteilt, nämlich einfach durch vier. Und das ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie unsere Kommunen sich weiterentwickeln, wie sie mit klugen, innovativen, zukunftsgerichteten Lösungen daran arbeiten, weiterhin ihre Aufgaben erfüllen zu können und trotzdem die Kosten zu senken. Wenn man die Verlautbarungen dagegen der Opposition schon zu der Schutzschirmbilanz hört, dann hört man geradezu eine Kakophonie von Kritik an am unzweifelhaft erfolgreichen Schutzschirm. Und die beliebteste, heute auch schon hier vernommene und hartnäckig vorgetragene, ist ja jene, das Land zwinge die Kommunen zu Steuererhöhungen. Deswegen möchte ich noch einmal sagen, worum es hier eigentlich geht. Es geht um einen Grundsatz der Haushaltsführung, und zwar einen wesentlichen. Und der ist in der HGO normiert, § 92 Absatz 4. Da steht, der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Punkt. Das steht in der HGO, und das hat nicht Finanzminister Schäfer erfunden. Und als das Land Hessen 2012 den Schutzschirm aufgelegt hat, sah die Situation aber folgendermaßen aus. Also, Haushalte sollen ausgeglichen sein. Das ist die Anforderung. Die Summe der Defizite betrug 1,3 Milliarden € aller Haushalte in den Kommunen. Das war schon viel besser als 2010, denn da waren sie fast doppelt so hoch mit 2,35 Milliarden €. Aber dieses Defizit war deutlich zu hoch, wenn man die Anforderung betrachtet, die Haushalte sollten ausgeglichen sein. Und dazu kam, dass die hessischen Kommunen sich ungeheuer hoch verschuldet hatten, nämlich 7,5 Milliarden € an Kassenkrediten und 11,3 Milliarden € langfristige Kredite. Also in der Summe knapp 19 Milliarden € an Krediten, Schulden, Verbindlichkeiten. Die daraus wiederum resultierende Zinszahlung haben natürlich die kommunalen Haushalte im Ergebnis sehr belastet. Und das wiederum hat den Haushaltsausgleich weiter beschwert. Also befanden die Kommunen sich in einer ausweglosen Situation. Sie mussten ausgeglichene Haushalte erreichen und gleichzeitig ihre Schulden abbauen, also nicht mehr Geld ausgeben, als sie einnahmen, und von dem belastenden Schuldenberg herunterkommen. In dieser Situation hat das Land Hessen den Schutzschirm aufgelegt. Das Land Hessen bat den Kommunen an, einen Teil ihrer Altschulden zu übernehmen und dafür
zu vereinbaren, dass die Kommunen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, 2020, manche früher, ausgeglichene Haushalte vorlegen. Damals waren die GRÜNEN im Landtag in der Opposition, und wir Kommunalpolitikerinnen und Politiker waren angemessen kritisch gegenüber dem, was die Landesregierung uns da anbot. Aber da die Teilnahme an dem Schutzschirmprogramm ja freiwillig war, lag es in unserer Hand, in der Hand der Ehrenamtlichen, zu entscheiden, ob wir dieses Angebot annehmen, ob wir uns mit dem Schuldenberg vor der eigenen Haustür auseinandersetzen und gemeinsam einen Konsolidierungspfad vereinbaren. Und im Nachhinein muss ich sagen, dabei hat uns eines sehr geholfen, und das war die Informationspolitik des Finanzministers. Wir erhielten die genauen Bedingungen nicht nur in schriftlicher Form, sondern wir nahmen auch das Angebot an, mit uns persönlich zu reden. Und so kam dann das Finanzminister Schäfer zu einer Veranstaltung. Es waren viele GRÜNE da, angemessen kritisch, und haben sich erklären lassen, wie der Schutzschirm denn so geht, welche Folgen das für die Kommunen hat und wie unsere Leistungen im Gegenzug aussehen sollten. Und er hat sich auch die Kritik angehört, die die GRÜNEN damals geäußert haben. Und das hat uns schon ein Stück weit geholfen, weil klar war, die Landesregierung arbeitet hier offen, transparent und im Dialog mit den Kommunen, aber auch mit allen Fraktionen und allen Kommunalpolitikerinnen und Politikern. Entscheidend war auch noch, die Kommunen konnten nicht nur entscheiden, ob sie am Schutzschirmprogramm teilnehmen, sondern auch, wie der Haushaltsausgleich zu erreichen ist. Denn der Abbaupfad wurde ja mit jeder Kommune individuell vereinbart und eben nicht vorgegeben. Und zusammenfassend kann ich heute über diese Anfangsphase, in der die Entscheidungen getroffen werden mussten, in den Kommunalparlamenten sagen, entscheidend waren nicht nur die 3,2 Milliarden Euro, die das Land zur Verfügung gestellt hat, sondern vor allem die freiwillige Teilnahme, dass die Entscheidungen über Teilnahme und Maßnahmen in den Kommunen getroffen wurden, dass dazu parteiübergreifende Beschlüsse notwendig waren. Finanzminister Schäfer hat das auch schon erwähnt. Und dadurch die Beschlüsse auch von einer breiten Mehrheit getragen wurden und infolge in den Haushaltsjahren eben auch die konkreten Maßnahmen dazu. Und eben die umfassenden Informationen und der Dialog zwischen Kommunen, kommunalen Vertretern, Land Hessen, Finanzministerium. Noch ein kurzer Exkurs für die Kreise. War es besonders schwierig, den Haushalts- und ist es auch, den Haushaltsausgleich zu erreichen, denn sie haben ja keine kommunalen Steuern, bis auf die Jagdsteuer, und die kann man gar nicht so weit erhöhen, höhere Einnahmen zu generieren. Sie finanzieren sich vor allem über die Kreisumlage, das wissen wir. Die liegt aber oft schon an der oberen Grenze. Den Kreisen wiederum hilft jetzt aber der neue KFA. Denn bis auf die Kreise mit Sonderstatusstätten erhalten die alle höhere Zuweisungen durch das Land Hessen und profitieren ganz klar von dem reformierten KFA. Die Städte und Gemeinden sind in einer anderen Situation, waren es auch. Aber es ist nicht weniger schwierig für sie gewesen, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Denn wenn bei ihnen die Ausgabenkürzungen nicht gereicht haben, konnten sie Einnahmenerhöhungen vornehmen, aber die sind nicht ganz leicht durchzusetzen. Das haben wir schon festgestellt, und das ist auch völlig unstrittig. Das heißt konkret, Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer, das ist so. In manchen Gemeinden wurden auch die Kindergartengebühren erhöht. Im Übrigen hatten wir auch noch Gemeinden, die überhaupt keine Kindergartengebühren erheben. Und interessant war auch in den Bereichen Ver- und Entsorgung, also Wasser, Abwasser, Müll, entstanden Defizite oder waren Defizite vorhanden. Und auch dort wurden die Gebühren erhöht. Aber das ist auch nur richtig, denn in Gebührenhaushalten müssen die erhobenen Gebühren eben kostendeckend sein, um die Ausgaben finanzieren zu können. Trotzdem waren diese Maßnahmen nicht einfach, sie waren sogar schmerzhaft. Und dafür gebührt den Verantwortlichen in den Kommunen allerhöchster Respekt und Anerkennung. Wir hören immer wieder, dass die Steuererhöhungen vom Land aufgezwungen seien und den Bürgerinnen und Bürgern nicht zuzumuten. Aber dann lassen Sie uns doch noch einmal einen kurzen Blick darauf werfen, warum überhaupt erheben die Kommunen Gebühren und setzen Steuern fest. Nun, weil sie eben Leistungen erbringen in den Kommunen, weil sie Infrastruktur schaffen für Unternehmen,
Die Kommunen sind dazu verpflichtet, die öffentlichen Güter und Einrichtungen der Daseinsvorsorge jederzeit vorzuhalten. Das hat eben einen Preis. Und die Frage ist vielmehr, welchen Preis zahlen die Bürgerinnen und Bürger dafür? Bei den Gebühren ist es noch relativ einfach. Hatten wir eben auch schon, weil sie weitgehend kostendeckend sind und sein müssen. Für meine Müllgebühren wird der Müll abgeholt und fachgerecht entsorgt. Das ist einfach. Bei der Grundsteuer dagegen ist es schon ein bisschen schwieriger. Denn da erhalten die Bürgerinnen und Bürger keine besondere Gegenleistung. Aber alle profitieren ja von den Leistungen der Gemeinde. Sie nutzen Straßen, den örtlichen Nahverkehr, den Bus. Sie können erschlossenes Bauland erwerben. Sie gehen in Schwimmbäder, um nur einige zu nennen. Und eben über die Grundsteuer leisten alle Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag, um genau diese Einrichtung, diese Vorhaltung ihrer Kommune zu finanzieren. Es ist also keine Zumutung des Landes Hessen, wenn die Grundsteuer erhöht wird, sondern es ist eine Vereinbarung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Kommune, welchen Beitrag jede und jeder Einzelne zur Finanzierung des Gemeinwohls leistet. Und im Gegensatz zur Gewerbesteuer ist die Grundsteuer eine verlässliche und planbare Einnahme, die nicht mal eben durch eine Standortentscheidung eines einzelnen Unternehmens völlig einbrechen kann. Wenn wir über das Verhältnis von staatlichen Ebenen reden, ich habe jetzt nur über Land und Kommunen gesprochen, dürfen wir auch den Bund nicht ganz außen vor lassen. Denn viele Aufgaben haben die Kommunen ja tatsächlich durch den Bund erhalten. Als Beispiel möchte ich einmal die U3-Betreuung nennen. Die Gemeinden sind vom Bund dazu verpflichtet worden, Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder bereitzustellen. Der Bund hat einen Rechtsanspruch geschaffen für die Eltern, aber nicht die Finanzierung übernommen. Das ist eine echte Ausgabenausweitung. Zwar gab es für die Einrichtung der Plätze vom Land Hessen und dem Bund zusammen etwa 300 Millionen Euro, aber die laufenden Kosten müssen von den Städten und Gemeinden getragen werden. Und deshalb, dies ist nur ein Beispiel, aber müssen wir auch immer weiter die Forderung an den Bund erheben, wenn er den Kommunen neue Aufgaben zuweist oder eine Aufgabenerweiterung vornimmt, muss er auch für die Finanzierung sorgen und sie sicherstellen. Im Moment ist die Lage, Finanzminister Schäfer hat es dargestellt, gut in den hessischen Kommunen. Die Einnahmesituation ist sehr gut, und die Prognosen sehen eine positive Entwicklung. Wir haben aber nach wie vor das Problem, dass in den hessischen Kommunen die Einnahmen sehr unterschiedlich sind. Also während in manchen Kommunen die Einnahmen sprudeln, die Steuereinnahmen, sind in anderen die Gewerbesteuereinnahmen sehr, sehr niedrig. Und hier greift aber, und das ist ein weiterer Vorteil dessen, was das Land Hessen macht, der neue kommunale Finanzausgleich. Denn erstmals zahlen die sehr steuerstarken, einnahmestarken Kommunen in eine moderate Solidaritätsumlage. Und daraus wiederum wird finanziert eine stärkere Unterstützung der schwachen Kommunen. Das gab es bisher nicht in Hessen, und das ist auch ein richtiger Schritt, denn diese Spreizung, die wir in Hessen schon immer hatten, wird dadurch ein Stück zurückgenommen und führt zu einer Gerechtigkeit zwischen den hessischen Kommunen. Und schließlich zukunftsgerichtet die Investitionen. Natürlich, Investitionen sind nötig in den Kommunen. Es muss auch vieles verändert werden. Es geht ja nicht nur darum, in den hessischen Kommunen Neues zu bauen, sondern wir müssen auch schauen, oft gerade im ländlichen Raum, wie bauen wir Infrastruktur um, wie passen wir unsere Einrichtungen den Erfordernissen an, die wir in Zukunft haben werden. Also, wir werden ältere Menschen haben, viele ältere Menschen. Es muss barrierefreier werden. Wie können wir auf großer Fläche Einrichtungen, Angebote erhalten? All diese Aufgaben müssen wir erfüllen. Dafür sind Investitionen notwendig. Und auch hier unterstützt das Land Hessen eben die Kommunen mit dem Kommunalen Investitionsprogramm. Und der Programmteil, der tatsächlich vom Land Hessen finanziert wird, der bietet den Kommunen eine viel größere Entscheidungsfreiheit und Bandbreite von möglichen Investitionen, als es das Bundesprogramm macht. Und auch hier gilt wieder, die Teilnahme ist freiwillig. Es ist eine Unterstützung der Kommunen. Und die Entscheidungen über die konkreten Maßnahmen, was braucht die einzelne Kommune, die werden wieder in den Kommunen und in den Kommunalparlamenten getroffen. Der Dreiklang aus Schutzschirm, KIP und KFA hilft den Kommunen. Er hilft ihnen beim Abbau der Altschulden.
garantiert die Finanzierung der laufenden Ausgaben und ermöglicht die Zukunftsfähigkeit der Investitionen. Und bei allen Paketen unterstützt das Land die Kommunen. Beim Schutzschirm und KIP berät es die Kommunen und setzt auf Freiwilligkeit. Und wie gesagt, die Entscheidungen werden in den Kommunen getroffen. Und das ist auch das Wesentliche. Das Land Hessen möchte keine Vorschriften machen. Schon gar nicht gängelt es die Kommunen oder nötigt sie zu irgendetwas, sondern es unterstützt, hilft und berät die hessischen Kommunen. Und dieser eben genannte Dreiklang erklingt in einem strahlenden C-Dur. Die Klaviatur der Landesregierung hat finanzmusikalisch nämlich einiges zu bieten und ist kein Streichquartett. Und um im Bild zu bleiben, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis an die Opposition. Wer die erste Geige spielen will, muss eben den richtigen Ton treffen. Das gelingt dieser Landesregierung. Und den sie tragenden Fraktionen. Wir werden auch weiterhin den Dreiklang aus Schutzschirm, KFA und KIP in orchestraler Größe harmonisch intonieren und verlässliche Partner der hessischen Kommunen bleiben. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Als Nächstes hat das Wort Herr Abg. Willi van Ooyen für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Finanzminister Dr. Schäfer, seit einigen Wochen sind Sie ja schon darum bemüht, die vermeintlichen Erfolge der Hessischen Landesregierung auf dem Feld der Kommunalfinanzen öffentlich darzustellen. Und wenn man sich die PowerPoint-Präsentation und die Pressemitteilungen Ihres Hauses so ansieht, könnte man fast glauben, dass nun alles gut sei. Tatsächlich habe ich auch keinen Zweifel daran, dass die Zahlen zu den Haushalten der Schutzschirmkommunen, die Sie uns vorgestellt haben, richtig sind. Ich glaube Ihnen, dass es vielen Kommunen gelungen ist, ihre Haushalte wieder besser aufzustellen. Die Frage ist nur, woran das liegt. Und da werden Sie stets sehr einsilbig. Bisher haben Sie auf Nachfragen der Presse nicht konkret antworten können und haben sich systematisch so gezeigt, als wenn die Schutzschirmkommunen ihre Haushalte dann selbstständig konsolidiert haben. Immer da, wo es politisch schwierig wird, da wird die Landesregierung ziemlich leise. Es könnte ja der Eindruck entstehen, dass die Kommunen ihr Defizit dadurch notgedrungen auf dem Rücken der Menschen in den Kommunen ausgeglichen haben und das auf Menschen, die sich höhere Aufgaben eigentlich gar nicht leisten können. Wenigstens für die Steuern der Städte und Gemeinden haben wir uns aber einmal anhand der öffentlichen Statistiken genauer versucht, einen Überblick zu verschaffen, was in den hessischen Kommunen eigentlich in den letzten Jahren passiert ist. Meine Vermutung war eigentlich, dass die Schutzschirmkommunen ihre Steuern viel stärker angehoben haben als die restlichen Kommunen. Das kann man aber nun gerade nicht beobachten. Vielmehr ergibt sich ein Bild, dass sehr viele Kommunen, unabhängig davon, ob sie unter dem Schutzschirm standen oder nicht, die Realsteuersätze angehoben haben. Anders ausgedrückt, der Schutzschirm kann nicht nur der entscheidende Grund dafür sein, dass die Kommunen ihre Steuersätze anheben. Und so gern ich heute den kommunalen Schutzschirm für die Steuererhöhung in den Kommunen verantwortlich machen würde, daran allein lag es nicht. Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Kommunen Land auf und Land ab an der Steuerschraube gedreht haben, drehen mussten, weil die Landesregierung die Zuweisungen für die Kommunen zu gering bemessen hat. Das trifft aber offensichtlich nicht nur auf die Schutzschirmkommunen zu, sondern alle. Und wenn man sich ansieht, wen das betrifft, dann sieht man, was für ein Skandal das eigentlich ist. Denn während wir bei der Debatte um die Einführung des Schutzschirmes noch befürchtet haben, dass dort die Haushaltskonsolidierung auf dem Rücken der kleinen Leute stattfinden würde, müssen wir heute feststellen, dass dies bereits flächendeckend passiert.
Denn es ist vor allem die Grundsteuer B, die von den Kommunen angehoben wurde. Sie stieg seit 2013 in den Städten und Gemeinden um durchschnittlich 80 Punkte, während es bei der Gewerbesteuer nur etwa 20 Punkte waren. Mit anderen Worten, diese Landesregierung hat es mit ihrer kommunalfeindlichen Politik zu verantworten, dass Wohnen für Rentnerinnen und Rentner, für Studierende und Familien teuer geworden ist. Die Landesregierung ist es, die dafür verantwortlich ist, dass in den Kommunen die kleinen Leute die Folge der Finanzkrise ausbaden müssen. Denn darum geht es letztlich. Die hessischen Kommunen sind vor allem nach 2008 in finanzielle Nöte geraten, weil ihnen als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise die Steuereinnahmen wegbrachen. Dazu kam noch die Landesregierung, die selbst den KFA verfassungswidrig gekürzt hatte, um eigene Einnahmeausfälle zu kompensieren. Und wenn die Kommunen jetzt zu Grundsteuererhöhungen greifen, dann doch vor allem deshalb, weil sie vom Land nicht mehr Geld erwarten können. Das ist die Folge einer Politik, in der die Banken gerettet werden und die kleinen Leute darauf draufzahlen müssen. Das ist die Folge der Politik Schwarz-Gelber, leider auch Schwarz-Grüner und natürlich auch der Politik Schwarz-Roter Generation. Wir als LINKE lehnen diese Krisenpolitik auf dem Rücken der Mehrheit der Menschen ab. Neben den gestiegenen Hebesätzen würde ich aber gern einmal von der Landesregierung erfahren, welche Maßnahmen sonst noch in den Schutzschirmkommunen ergriffen wurden. Dazu aber gibt es wie immer nur Allgemeines oder anders gesagt über die sozialen Grausamkeiten, die Sie den Kommunalpolitikern aufgedrängt haben, reden Sie lieber nicht. Wo wurden denn etwa die Friedhofsgebühren erhöht? Wo werden jetzt die Kosten für die Dorfgemeinschaftshäuser stärker auf die Vereine abgewälzt? Wo wurden wie viele Stellen gestrichen? Wo kosten Wasser- und Müllentsorgung mehr? Und wie weit wurden Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt, Öffnungszeiten von Ämtern oder Bibliotheken verkürzt oder diese Einrichtungen gleich ganz geschlossen? Dazu kein Wort. Keine Zahlen, nichts Konkretes, als ob Sie davon nichts wüssten. Dabei wissen Sie es, dabei ist Ihnen all das bewusst, nur Sie schweigen darüber, weil Sie den Menschen die Wahrheit nicht sagen wollen, wie unsozial die Politik dieser Landesregierung in Wirklichkeit ist. Und wenn wir heute eine Zwischenbilanz des kommunalen Schutzschirms ziehen sollen, dann müssten wir genau das alles endlich auf einmal in Erfahrung bringen. Dazu schweigt die Landesregierung, denn es passt nicht ins rosige Bild eines erfolgreichen schwarz-grünen Projektes, wenn wir uns darüber unterhalten würden, in welchem Ausmaß dieses schwarz-grüne Projekt den wirtschaftlich und sozial benachteiligten Menschen zusätzliche Belastungen und Benachteiligungen aufbürdet, wovon die Bestsituierten zusätzlich profitieren, indem sie wieder einmal verschont bleiben. Wer sich aber diesen Fragen verweigert, der verweigert sich der Realität. Und diese Realität sieht so aus, dass es in vielen Kommunen nach wie vor am nötigsten fehlt, um die öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Nur ein Beispiel. Während die schwarz-grüne Koalition sich darüber freut, dass der Schutzschirm zu mehr Generationengerechtigkeit führt, kann tatsächlich von Generationengerechtigkeit keine Rede sein. Laut DLRG sind in den vergangenen Jahren in Hessen 46 Bäder geschlossen worden und 62 weitere von der Schließung bedroht. Die Zahl der schwimmfähigen Grundschulabgänger geht zurück, warnt die DLRG und fordert Städte und Gemeinden auf, finanzpolitisch umzudenken. Das ist die Generationengerechtigkeit, die wir fort erleben, weil angeblich das Geld fehlt, lernen unsere Kinder und Enkel nicht mehr richtig schwimmen. Böse Zungen behaupten da, Hessens Kommunen saufen ab, während die Landesregierung sich für ihre angeblichen Erfolge beim Schutzschirm feiern lässt. Wir fordern hier endlich ein Ende der kommunalfeindlichen Politik der Landesregierung. Dafür brauchen die Kommunen selbstverständlich mehr Mittel. Aber selbstverständlich muss dieses Geld auch von den Leuten kommen, die sich höhere Steuern auch wirklich leisten können.
Die zukünftigen und aktuellen Aufgaben der Kommunen können jedenfalls nicht durch immer weiter steigende Grundsteuern finanziert werden, die letztlich vor allem die treffen, die es sich überhaupt nicht leisten können. Zu tun gibt es nämlich einiges. Sie selbst haben das ja mit dem Kommunalen Investitionsprogramm wenigstens ansatzweise eingesehen. Wenngleich sich auch hier die Landesregierung weigert, überhaupt darüber zu reden, wie hoch der tatsächliche Bedarf ist, das, Herr Schäfer, ist Ihre Methode, immer ein bisschen was zu tun, aber nie darüber zu reden, was das konkret bedeutet. Gerade bei den Investitionen wäre es langsam an der Zeit, sich einmal damit zu befassen, wie viel hier überhaupt zu tun ist. Das wären natürlich Misstöne, weil es dann klar würde, dass von einem Dreiklang aus KfA-Reform, kommunalem Schutzschirm und kommunalem Investitionsprogramm keine Rede sein kann. Aber es ist nun einmal so, dass man bei der finanziellen Ausstattung der Kommunen in Hessen eher von einer Kakophonie denn von einem harmonischen Dreiklang reden muss. Zum Ersten reichen die Mittel aus dem KfA für die Kommunen nicht aus. Zum Zweiten ist der kommunale Schutzschirm alles andere als großzügig, weil er die Kürzung des KfA durch die Landesregierung nur teilweise wieder ausgleicht. Und zum Dritten ist das kommunale Investitionsprogramm vor allem notwendig, weil die Kommunen schon für laufende Aufgaben überhaupt nicht genügend Geld haben. Vom Umfang dieses viel zu kleinen Programms haben wir da überhaupt noch nicht geredet. Tatsächlich türmt sich bei den Kommunen ein riesiger Investitionsbedarf auf, der auch durch dieses kommunale Investitionsprogramm eben nicht gedeckt wird. Es wird noch einmal deutlich, dass der bestehende Investitionsstau endlich aufgelöst werden muss. Seit 1994 hat sich die Investitionsquote bei den Kommunen halbiert. Da ist doch klar, dass Brücken marode, Schulgebäude und Schwimmbäder stark sanierungsbedürftig sind. Dass man jetzt mit dem Kommunalen Investitionsprogramm überhaupt etwas getan hat, ist ja ein Anfang, das habe ich schon gesagt. Wir fordern aber dauerhaft höhere Einnahmen für die Kommunen und dauerhaft mehr Mittel, um ihre Infrastruktur zu erhalten und für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen. Dafür brauchen die Kommunen aber eben auch dauerhaft mehr Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Allein darauf zu verweisen, dass die Kommunen so viel Geld bekommen wie noch nie, reicht eben nicht. Denn bisher hatten die Kommunen auch noch nie so große Bedarfe. Immer mehr Aufgaben müssen sie übernehmen, und jene immer mehr neuen Aufgaben können sie nur eher schlecht als recht erledigen. Dafür bräuchte man natürlich auch eine Landesregierung, die überhaupt bereit wäre, darüber zu reden, wofür die Länder mehr Geld aus den Steuern herkommen könnte. Dafür ist im schwarz-grünen Projekt dieser Landesregierung kein Platz. Wir haben Sie, Herr Minister Schäfer, verstanden. Sie wollen Reiche und Konzerne nicht stärker zur Kasse bitten. Und so ist das, was wir hier in Hessen als schwarz-grünes Projekt erleben, die Blaupause vielleicht für den Bund. Der Ministerpräsident hat das ja schon deutlich gemacht, dass Sie sich Schwarz-Grün auch in Berlin vorstellen können. Wir stellen uns aber gegen dieses Projekt. Wir wollen endlich mehr Gerechtigkeit. Wir wollen die Umverteilung von oben nach unten. Und wir wollen eben auch Kommunen, die nicht dazu genötigt werden, die kleinen Leute, die Einkommensschwachen über die Grundsteuer zur Kasse zu bitten und dann auch noch öffentliche Leistungen einzuschränken. Doch das genau erleben wir gerade in Hessen. Und genau das ist das schwarz-grüne Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr van Ooyen. Das Wort hat jetzt für die Freien Demokraten Herr Abg. Jörg-Uwe Hahn, Bad Vilbel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die vorgelegte erfolgreiche Bilanz des Schutzschirms ist neben der Arbeit, das haben alle meine Vorredner eben schon deutlich gemacht, neben der Arbeit der Kommunalpolitiker vor Ort auch maßgeblich durch eine liberale Handschrift geprägt. Es war, daran möchte ich erinnern, die FDP, die einerseits klare und strenge Kriterien der Konsolidierung bei der Umsetzung des Schutzschirms und deren Kontrolle verlangt und andererseits keine Kommune zur Teilnahme gezwungen hat.
Die Schutzschirmkommunen konnten selbst darüber entscheiden, ob und wie sie ihre Einsparziele erreichen. Diese liberalen Prinzipien von Eigenverantwortung, Achtung der kommunalen Selbstverwaltung und Hilfe zur Selbsthilfe sind die Grundlage für den Erfolg dieses Schutzschirmes, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Mai 2012 von der Mehrheit dieses Hauses, der damaligen Mehrheit von CDU und FDP bei Enthaltung der GRÜNEN und Gegenstimmen der beiden anderen Fraktionen beschlossen worden ist. Das ist eine gemeinsame Leistung aus der letzten Legislaturperiode. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns auch in dieser Legislaturperiode als Freie Demokraten, dass der Kommunale Schutzschirm erfolgreich Früchte trägt. Wir hoffen, dass dieser Effekt nachhaltige Wirkung entfaltet, auch wenn – und davon muss man ja wohl ausgehen – auch wenn wir in diesen guten Zeiten, die wir jetzt haben, auf einmal erkennen müssen, dass es auch schlechtere Zeiten geben kann. Das heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und da danke ich dem Finanzminister ausdrücklich für seine Ehrlichkeit, dieser Schutzschirm konnte auch deshalb so gut funktionieren, da die Einnahmesituation des Bundes, der Länder, also auch des Landes Hessen und auch der Kommunen sehr viel besser gewesen ist, als wir das in den Jahren 2008, 2009, 2010 haben hoffen können. Ich will aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen noch in die Vergangenheit hereingehen, weil ich doch sehr überrascht bin über die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen, die vor mir gesprochen haben. Ich will einmal mit den GRÜNEN anfangen. Frau Kollegin Enzlin hat in einer Debatte am 8. Mai 2012, das war die zweite Lesung, hier in diesem Hause gesagt, ich zitiere, insgesamt bleibt festzustellen, der Entschuldungsfonds ist nur ein ganz kleiner Trippelschritt. Sehr verehrten Damen und Herren, ich bin froh darüber, wir Freie Demokraten sind froh darüber, dass Sie einen Weg auch der Argumentation gefunden haben, jetzt festzustellen, dass es sich nicht um einen Trippelschritt handelt. Man kann ja auch einmal zu besseren Überzeugungen kommen. Deshalb will ich dieses auch positiv bewerten. Auch wenn ich dann ein bisschen schon geschmunzelt habe, als ich heute Mittag noch einmal die dritte Lesung gelesen habe, das Protokoll der dritten Lesung gelesen habe und dort doch tatsächlich die reinste Oppositionsmanier bei dem damaligen parlamentarischen Geschäftsführer, dem jetzigen Fraktionsvorsitzenden von Ihnen, Herrn Wagner, gehört habe, der sich echauffierte darüber, dass der Ministerpräsident bei der dritten Lesung persönlich nicht mehr anwesend ist. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist schon ein großer Sinneswandel bei den GRÜNEN eingetreten, sowohl vom Inhalt her als hoffentlich, sage ich jetzt auch einmal, zum Stil. Aber ich könnte mir vorstellen, also wir jedenfalls kritisieren nicht, dass Volker Bouffier jetzt hier nicht im Raum ist, weil wir davon ausgehen, dass er eine andere wichtige Diskussion gerade zu führen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde das schon ein bisschen beachtlich. Wenn Sie das nachlesen, werden Sie vielleicht auch schmunzeln, wie sich der Kollege Wagner da vor vier Jahren in einer anderen Rolle natürlich benommen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können, ist das Verhalten der Sozialdemokraten. Ich muss gestehen, man kann ja in der Opposition auch einmal richtig draufhauen. Aber wenn man merkt, dass man daneben liegt, dann sollte man doch von dem toten Pferd mal endlich absteigen. Dann sollte man doch endlich mal von dem toten Pferd absteigen. Wie gesagt, es macht Spaß, ich kann das meinen Kollegen nur empfehlen, noch einmal die Protokolle, reicht erste, zweite, dritte Lesung. Braucht man gar nicht in die Ausschüsse zu gehen, nachzulesen. In der dritten Lesung nämlich hat sich der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten von diesem Pult aus darüber echauffiert. Ich zitiere aus der Sitzung am 10. Mai 2012. Es ist in der Anhörung sehr deutlich geworden, dass dieses Schutzschirmchen keinen substanziellen Beitrag zur Lösung der Finanzkrise in den öffentlichen Haushalten leisten wird. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie weit war das damals von der Lebenswirklichkeit entfernt und wie weit ist das jetzt von der Lebenswirklichkeit entfernt? Ich jedenfalls kriege in den Gesprächen mit sozialdemokratischen Landräten und Bürgermeistern vor Ort andere Rückkopplungen.
Aber da will ich nachher noch einmal zu dem Wetteraukreis kommen, weil das ja ein klassisches Beispiel dafür ist, wie man die verschiedenen Rollen auf verschiedenen Ebenen leider auch verschieden spielen und gehen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist kein Schutzschirmchen gewesen, sondern es war ein richtig großer Schutzschirm. Dieser ist von den Kommunen freiwillig angenommen worden, und wir können nunmehr erkennen, dass sozusagen fast vor der Frist bereits 8 Kommunen so weit gekommen sind, dass sie den Schutzschirm wieder verlassen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, etwas Erfolgreicheres kann es doch eigentlich aus einem Landesprogramm heraus nicht geben, wie diese gemeinsame Veranstaltung im Mai 2012 von diesem Hause auch so verabschiedet. Und ein Satz zu den LINKEN. Das war am 8. März. Das war die erste Lesung. Da sprach mein damaliger Fraktionskollege Alexander Noll und ist mit folgendem Satz im Protokoll zitiert: Wenn die teilnehmenden Kommunen sowie das Land ihre Verpflichtung ernst nehmen, kann dies zur dauerhaften Entschuldung der Kommunen führen. Wie recht hatte Alex Noll am 8. März 2012. Aber er wusste es ja auch, weil er die Grundlagen auch für die Freien Demokraten mit den Christdemokraten und mit Thomas Schäfer verhandelt hat. Und dann kommt ein Zwischenruf, und den will ich Ihnen nicht vorenthalten. Willi van Ooyen, DIE LINKE, das ist doch Quatsch, Herr Noll. Das ist doch wie mit Griechenland. Ausrufezeichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals schon nicht verstanden habe, was Willi van Ooyen mit Griechenland meinte. Aber im Rückblick gesehen ist dieses ja noch mehr eine, ich will jetzt kein unparlamentarisches Wort nutzen, Herr Präsident, jeder kann sich das dann denken, was ich sagen wollte. So jedenfalls, finde ich, benimmt man sich nicht als Vertreter des Volkes und benimmt man sich auch nicht als gewählter Abgeordneter des Hessischen Landtages. Unser Stil jedenfalls, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das nicht. Wir hatten schon darauf hingewiesen, ich hatte schon darauf hingewiesen, dass der Schutzschirm, so wie er angelegt worden ist, bewusst Freiwilligkeit, bewusst die Entscheidungshoheit der Kommunen und Sie haben ja, Frau Kollegin, auch darauf hingewiesen, als Grundlage genommen hat. Nur so kann man erfolgreich eine Entschuldung der Kommunen vornehmen. Meine vierte Bemerkung ist, wie geht man denn konsequent mit den Entscheidungen dieses Landtages um, wenn man auch kommunalpolitische Verantwortung trägt? Und da will ich den Wetteraukreis hervorheben, weil er einer der Schutzschirmkreise gewesen ist, weil er zu den achten insgesamt mit den Kommunen gerechnet, glaube ich, zu den achten gehört, die vorzeitig ihre Pflicht erfüllt haben, und weil er einen sozialdemokratischen Landrat und eine Ampelkoalition in der letzten Legislaturperiode hatte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vom Landrat nicht einmal etwas Negatives über den Schutzschirm gehört, sondern ich habe den sozialdemokratischen Landrat erlebt als jemand, der dann wirklich dem Satz nachgegangen ist, den Kollege Noll uns bestimmt schon 100-mal ins Stammbuch geschrieben hat. Das Geheimnis des Sparens ist der Verzicht. Das Geheimnis des Sparens ist der Verzicht. Und das hat er konsequent getan. Hier sind einige im Raum, die sich sehr darüber beschwert haben, dass der Wetteraukreis aus überregionalen Veranstaltungen ausgetreten ist, dass er nicht mitgemacht hat mehr, weil er entsprechende Zahlungen nicht mehr leisten konnte oder wollte, weil dieses auf Vorschlag des Landrates die Ampelkoalition von Sozialdemokraten, von Grünen und von Freien Demokraten im Wetterauer Kreistag auch so mitbeschlossen hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser muntere und dieser in diesem Punkt auch sehr mutige Landrat mit der Unterstützung der Ampel musste leider zur Kenntnis nehmen, dass die Kollegen der Christdemokraten im Kreistag nicht mit großer Begeisterung, um es höflich auszudrücken, diese Maßnahmen begleitet haben und immer bei den Haushaltsentscheidungen sich nicht positiv an den Haushaltsentscheidungen beteiligt haben. Auch so viel zum Thema, wie benimmt man sich auf Landesebene und wie benimmt man sich auf kommunaler Ebene.
Ich würde sagen, die Einzigen, die sich konsequent dort verhalten haben, waren die Freien Demokraten. Wir haben hier in diesem Es ist eine späte Einsicht, Kollege Norbert Schmidt, eine sehr späte Einsicht, die hätte ich schon Ende der 70er Jahre bei unserer gemeinsamen Unizeit erwartet. Aber wenn sie jetzt im Jahre 2016 kommt, dass Sie sagen, dass die FDP sich immer, ich würde sagen, meistens sehr konsequent verhält. Vielen herzlichen Dank für diese Unterstützung. Wir haben hier im Lande, darauf habe ich schon ausdrücklich hingewiesen, dieses Gesetz mitgestaltet und mitgeformt. Meine Kolleginnen und Kollegen in der Kreistagsfraktion in der Wetterau haben bei der Umsetzung entsprechende Beschlüsse initiiert, mitgetragen, die natürlich auch etwas mit dem Geheimnis des Sparens, nämlich dem Verzicht, zu tun haben. Andere Fraktionen haben hier das Gesetz gemacht, aber zu Hause nicht verzichten wollen. Und wieder andere haben das Gesetz hier bekrittelt und haben es als alles Mögliche beschrieben. Und die Sozialdemokraten in Wetterau haben es umgesetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein bisschen mehr Stringenz wäre vielleicht ganz klug, weil es würde die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, auch weniger verwirren. Aber jeder kann das ja machen, wie er es für richtig hält. Lassen Sie mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluss. Ich möchte die 20 Minuten überhaupt nicht auskosten, sagen, Bedenken haben wir, dass diese positive Entwicklung, die mit dem Kommunalen Schutzschirm eingeleitet worden ist, durch die sogenannten Beuterlasse, Thomas Schäfer hat sie ausdrücklich noch einmal gelobt, durch diese Beuterlasse wieder umgedreht wird. Dass die Kommunalpolitiker vor Ort wieder sagen, ja, aber das hat mit Freiwilligkeit nichts mehr zu tun. Also diejenigen, die freiwillig unter den Schutzschirm gegangen sind, die konnten das selbst entscheiden, wie sie es machen. Und die, die nicht unter den Schutzschirm gegangen sind, denen wird jetzt mit Erlassen aufoktroyiert, was sie zu tun haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann es ja nachvollziehen, dass es Regeln gibt, dass Haushalte, dass Gebührenhaushalte mit einigen Ausnahmen kostendeckend sein sollen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, dass mit der Logik der Beuterlasse und mit der Stringenz, wie diese von der Kommunalaufsicht auf kommunaler Ebene, ich könnte wieder den Wetteraukreis nennen, umgesetzt werden, da haben Sie die Freiwilligkeit vollkommen weggenommen. Sie haben dem Kommunalabgeordneten, der Kommunalabgeordneten, den Ehrenamtlern, von der gerade noch die Kollegin der GRÜNEN so positiv gesprochen hat, jegliche Entscheidungskompetenz genommen. Es ist nur noch das zu vollziehen, was in der Arithmetik Ihrer Erlasse herin ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist dann keine kommunalfreundliche Politik mehr. Und da hilft es auch nicht, dass Sie gerade versuchen, diese Politik mit Geld, ja, ich sage einmal ganz frech zuzuschmeißen. Es wird da noch etwas dazugegeben, es wird da noch etwas dazugegeben, es wird ein Bundesprogramm noch ausgebaut. Ich habe nichts dagegen, dass die Kommunen mehr Geld bekommen. Ich habe nur etwas dagegen, wie das organisiert wird, dass es nicht selbstständig den Kommunen zur Verfügung gestellt worden ist. Hätte man das Thüringer Korridormodell verschoben, hätte man den Kommunen das ihnen zustehende Geld auch selbst in die Hand gegeben und nicht mit den Verpflichtungsmaßnahmen, die Sie jetzt, Herr Beuth, als Kommunalaufsicht eingesetzt haben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Das Wort hat nun für die Fraktion der CDU Herr Kollege Dr. Arnold. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte nach dieser Regierungserklärung von Finanzminister Thomas Schäfer die wichtigste Erkenntnis für heute noch einmal klar herausarbeiten. Der Kommunale Schutzschirm ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Es ist eine überzeugende Maßnahme der Landespolitik für eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Finanzen. Und das wurde heute durch diese Bilanz eindrucksvoll dargestellt. Wenn Minister Schäfer heute und auch in seiner Pressekonferenz am 3. Mai berichten konnte, dass von den 100 teilnehmenden Kommunen 94 die mit dem Land geschlossenen Verträge übererfüllt haben, 89 dieser Kommunen ihre Vorgaben übertroffen haben, mehr als die Hälfte dieser Kommunen bereits nach 3 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt
vorweisen konnten, und sogar 8 in 3 Jahren hintereinander, sodass sie aus dem kommunalen Schutzschirm ausscheiden können, dann ist das ein unerwarteter Erfolg einer Maßnahme, die gemacht wurde, Herr Kollege Schmidt, um von den 426 Kommunen, die wir hier haben, 106 Kommunen die Möglichkeit zu geben, ihre äußerst schwierige Situation zu verbessern. Finanzminister Schäfer hat deutlich gemacht, das sind Kommunen, in denen gerade auch die ehrenamtlichen Verantwortungsträger nicht mehr wissen, wie sie aus ihrer Situation etwas Besseres machen können, die so hohe Kassenkredite haben, dass sie kaum wissen, wie sie ihre Investitionen oder ihre Aufgaben finanzieren sollen, die ein so negatives, ordentliches Ergebnis haben. Und wir beide wissen, dass das ordentliche Ergebnis im kameralen Haushalt vor allen Dingen durch die Zinsbelastung verschlechtert wird, dass sie nicht wissen, wie sie aus dieser Situation herausgekommen sind. Und in diesem Moment wurde mit dem kommunalen Schutzschirm ein Instrument geschaffen, um 25% der 426 Kommunen, also 106, die Möglichkeit zu bieten, sich nachhaltig zu entschulden und, was ich für mindestens genauso wichtig halte, mit entsprechenden Gesprächen, und da möchte ich gerade auch die Landesmitarbeiter auf Ministerialebene, die hier zusammen mit den Verantwortlichen in den Regierungspräsidien die Kommunen beraten haben, durch gezielte Maßnahmen dafür zu sorgen, dass ihre Haushalte besser werden. Und das, was vorgetragen wurde, ist eine überzeugende Bilanz. Das ist ein Erfolg, den ich hier ganz deutlich noch einmal hervorheben möchte. Aber ich habe Sie nicht ohne Grund angesprochen, Herr Kollege Schmidt, weil ich das, was Sie gesagt haben, Ihnen nicht durchgehen lassen möchte. Der Begriff Bilanzfälschung halte ich für eine Frechheit, gerade im Zusammenhang mit dem, was hier gesagt wurde. Lassen Sie uns doch gemeinsam einen Blick werfen auf die Finanzierungsseiten der Kernhaushalte unserer hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände. Natürlich haben wir noch keine positive Situation. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Mit einem Saldo von 60 Millionen in 2014 kann niemand sagen, und 15 von 145 Millionen kann niemand sagen, dass das zufriedenstellend ist. Da gebe ich Ihnen recht. Wir beide wissen aber auch, dass hier Aufgaben des Bundes eine Rolle spielen, die nur zum Teil abfinanziert sind. Sicherlich das, was der Bund gemacht hat zur Verstärkung der Grundsicherung im Alter, hilft dabei und andere Dinge auch. Aber lassen Sie uns doch einmal die Zahlen anschauen seit der Finanzkrise 2009. Kollege Dr. Arnold, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Boddenberg? Herr Kollege. Entschuldigung, ich glaube, ich habe Sie jetzt bei dem unterbrochen, was Sie sowieso gerade sagen wollten. Ich wollte fragen, wie die Zahlen früher waren. Ich meine, mich zu erinnern, dass das mal ganz anders aussah. Danke. Ja, das wollte ich gerade mal dem Kollegen Schmidt in Erinnerung rufen. Wir hatten 2009 1 Milliarde, 2010 2,5 Milliarden, die gleiche Zahl fast in 2011 2 Milliarden. Das hat sich immens gebessert. Und das sind kamerale Ergebnisse, wie wir wissen. Wenn ich mal, na nun, lassen Sie mich doch mal weitererzählen. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Kommunen im Moment auf einem Konsolidierungskurs sind, nämlich die 21 Landkreise, die 5 kreisfreien Städte und die 7 Sonderstatusstädte in Hessen haben in 2015 nach Berichten der Regierungspräsidien in ihren Rechnungsergebnissen, in ihren Haushalten einen Überschuss von nahezu 300 Millionen € erwirtschaftet. Und das mit weiterhin positiven Resultaten. Und was sind denn die Gründe dafür? Ein Grund dafür ist der kommunale Schutzschirm, der Wesentliches dazu beigetragen hat. Ein weiterer Grund ist der kommunale Finanzausgleich. Ich habe das Mikrofon, Herr Kollege. Wenn Sie etwas sagen wollen, melden Sie sich bitte, stellen Sie mir eine Frage, dann können wir gerne uns darüber unterhalten. Oder kommen Sie hier vorne ans Mikrofon und halten Sie Ihre Gegenrede. Aber der KFA im letzten Jahr immerhin bei einer Summe von 4,1 Millionen €, in diesem Jahr von 4,37 Milliarden €, ich hatte mich gerade versprochen, von 4,37 Milliarden €, trägt auch dazu bei, dass die Situation sich entsprechend bessert. Und was wir heute diskutieren, ist die Regierungserklärung von Finanzminister Schäfer zum kommunalen Schutzschirm. Und da von einem löcherigen Knirps zu sprechen
oder von einem, wie haben Sie es genannt, einem Schlagstock, ist peinlich, weil es die Kommunalen, ja, ich greife diesen Zuruf ausdrücklich, weil es die kommunalen Verantwortlichen im Grunde genommen desavouiert, denn der kommunale Schutzschirm ist ein Angebot des Landes. Wir haben gesagt, wer eine bestimmte Höhe der Kassenkredite überschreitet, wer eine bestimmte Höhe des negativen ordentlichen Ergebnisses hat, kommt in den Genuss dieser Möglichkeit, dieser 2,8 Milliarden € Ersatz der Altschulden. Das waren 106 Kommunen. Das Erste war ganz klar festgelegt in dem Gesetz von 2012, dass die Frage, wer dort beitritt, völlig freiwillig ist. Es ist niemand gezwungen worden. Anders in anderen Bundesländern wie in Nordrhein-Westfalen, wo die Kommunen sogar gezwungen worden sind. Zweitens. Wir haben auch gesagt, dass die Frage, was dort im Einzelnen gemacht wird, um die Haushaltssituation zu verbessern, nicht vorgegeben wird vom Land, sondern das war und ist eine Entscheidung der einzelnen Kommunen. Und was ich hier auch anmerken möchte, nämlich zum einen dieses Prinzip der Freiwilligkeit, aber auch das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung, ist die Tatsache, dass in vielen Gesprächen, insgesamt fast 200 Gesprächen mit diesen betroffenen Kommunen, das richtige Haushaltskonsolidierungskonzept herausgearbeitet wurde. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist in meinen Augen ein weiteres Erfolgskonzept, dass die Landesmitarbeiter in diesen Gesprächen dafür gesorgt haben, dass in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen hier also Hilfe zur Selbsthilfe gegeben wurde, dass dafür gesorgt wurde, dass eine Methodikkompetenz erarbeitet wurde, die dazu geführt hat, dass die kommunalen Verantwortlichen die richtigen Wege eingeschlagen haben. Es ist aber niemand dazu gezwungen worden. Und wenn Sie da das mit einem Begriff Schlagstock charakterisieren, dann ist das in meinen Augen eine Beleidigung der kommunalen Verantwortlichen, denn die haben das entsprechend entschieden und haben dafür gesorgt, dass die richtigen Maßnahmen gemacht wurden. Und deswegen möchte ich zum einen einen herzlichen Dank sagen an die Mitarbeiter der Ministerien, Finanzministerium, Innenministerium, aber auch der Regierungspräsidien, die exzellente Beratungsarbeit gemacht haben. Und Finanzminister Schäfer hat gesagt, dass diese Beratungsarbeit auch den Kommunen zur Verfügung steht, die nicht zu den Schutzschirmkommunen gehört. Das ist sicherlich eine Menge an Kompetenz aufgebaut worden, um dafür zu sorgen, was ja alle 102 Schutzschirmkommunen vereinbart haben in den Verträgen, nämlich bis 2020 zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen. Und, meine Damen und Herren, ich glaube, wer am Anfang dieser Aktivitäten zum kommunalen Schutzschirm, als im September 2010 der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier erstmalig den Kommunen dieses Angebot gemacht hat. Wir wollen helfen, dass die Kommunalfinanzen sich verbessern. Wir wollen einen kommunalen Schutzschirm auflegen, dass das zu einer solchen Erfolgsstory werden konnte. Und dass etwa 46 % der Schulden von Städten und Gemeinden, bei den Landkreisen 34 % der Schulden weggenommen wurde, zeigt, dass das genau der richtige Hebel war, der richtige Ansatz, um eben Hilfe zur Selbsthilfe dann entsprechend zu betreiben. Finanzminister Schäfer hat davon berichtet, dass er Anfang Mai die 8 Kommunen aufgesucht hat, die jetzt dreimal hintereinander ein ausgeglichenes Ergebnis hatten. Ich glaube, dass er vor Ort sehr genau ein Bild sich machen konnte, dass die Menschen begriffen haben, dass man Gebühren kostendeckend gestalten muss und dass man die Einnahmen auch so verändern muss, dass sie eben den Ausgaben entsprechen. Ich möchte zum Schluss ganz bewusst ein Wort von Finanzminister Thomas Schäfer in seiner heutigen Regierungserklärung noch einmal aufgreifen, nämlich die klare Aussage, das Land Hessen ist und bleibt ein verlässlicher Partner seiner Kommunen. Dieser Dreiklang aus kommunalem Schutzschirm, aus kommunalem Finanzausgleich und das kommunale Investitionsprogramm mit über einer Milliarde, die allen Kommunen die Möglichkeit gibt, dort zu investieren, ist eine überzeugende Wahrnehmung der Verantwortung gegenüber den Kommunen. Und was wir wollen, möchte ich auch noch einmal deutlich sagen,
Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN wollen solide, nachhaltige und generationengerechte öffentliche Haushalte im Bund, im Land und auch in den Kommunen. Wir sind stolz auf die Kommunen und unsere kommunalen Politiker im Haupt- und Ehrenamt, die das umgesetzt haben. Deswegen, wenn hier Sprecher der Opposition, und ich möchte den Kollegen Hahn da ausdrücklich ausnehmen, der durchaus die Erfolge des kommunalen Schutzschirms hier ebenso wie ich dargestellt hat, aber ich möchte diejenigen, die diese überzeugenden Leistungen der Kommunen schlechtreden, einfach darauf hinweisen, dass es auch Parteikollegen vor Ort sind, die genau diese Erfolge umgesetzt haben, in der Erkenntnis, dass man damit eben im Kommunalbereich gute Ergebnisse hat. Mit all diesen Maßnahmen sind wir in der Lage, hier in unserem Bundesland eine kommunalfreundliche, eine langfristig solide und tragfähige Finanzpolitik im Sinne der Generationengerechtigkeit durchzuführen. Und das, meine Damen und Herren, ist ein erfolgreiches Beispiel für die gute Arbeit dieser Landesregierung und insbesondere auch von Finanzminister Schäfer und seinen Mitarbeitern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Arnold. Damit liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor, sodass die Debatte beendet ist. Die Regierungserklärung ist abgegeben und besprochen. Abzustimmen ist noch der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schutzschirmbilanz 2015. Zeigt gemeinsame Erfolge von Land und Kommunen, Drucksache 19-3397. Bevor ich zur Abstimmung komme, noch eine Wortmeldung von dem Kollegen Rock. Bitte sehr. Wo ist er? Da. Herr Präsident, meine Fraktion würde gerne den Punkt 7 des Antrags extra abgestimmt haben. Gut, dann stimmen wir zuerst ab die Punkte. Wo ist die Drucksache? Entschuldigung. Danke schön. Dann stimmen wir zunächst ab über die Abschnitte 1 bis 6. Wer diesen die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? Fraktionen SPD und DIE LINKE. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist der Antrag zu Ziffer 1 bis 6 beschlossen mit den Stimmen von CDU, Freien Demokraten und GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD und LINKEN. Und wir kommen zur Abstimmung über die Ziffer 7. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist auch diese Ziffer beschlossen mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der drei Oppositionsfraktionen. Und damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt.